Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, nachdem wir in der letzten Folge die ersten beiden Stufe 2 Quests hier für Jen erledigt haben, sind wir jetzt Tag 114, Restock Day. Ich habe mal eingepackt, was wir hier alles so zum Verkaufen haben. Don't spend it all in one place. But if you do, make sure it's here. So, dann würde ich sagen, die nehmen wir auf jeden Fall. Und das können wir noch nicht. Von daher, immer her. So. Really? Und einen zu schnell. Well, okay then. Ja, den Zuckerhändler haben wir gerade jetzt eben noch bei ihr im Automaten gefunden. Und dann gucken wir mal. Ja, ist noch ein bisschen was zusammengekommen. Was hat sie uns denn zu bieten? Oh, hier. Die kaufe ich auf jeden Fall beide. Ja, dann können wir uns hier langsam auch mal der Geschichte eindecken. Ja, Benzin. Was willst du denn dafür haben? 3000. Ja. Dietrich hier nehmen wir mal mit. Da nehmen wir mit. Das Eisen von mir aus auch. Ja gut, die Zweier-Quests, da brauchen wir noch keinen Robotik-Geschützturm. So, und das sind schon die Dinge, die wir hier verkauft haben. Dann würde ich sagen, neue Aufgabe. Trust me. I'm a doctor. 323 West. I've got just the job for someone with your The talents. McElveen Residence. Ja. Fantastic. Dann Hope to her see you damit. soon. Wir bringen ja mal erstmal die Dinge nach Hause. Weil sonst ist da wieder gleich wieder nicht genug Platz für den ganzen Loot. Dann können wir noch mal gucken, ob wir uns diesen Brennstoffsparer-Mod nicht auch schon direkt bauen können. Superlader-Mod, dass wir noch ein bisschen schneller unterwegs sind, der hätte natürlich auch noch was. So, hier dürfte noch ein bisschen Fleisch drin sein. Da haben wir unterwegs zwei Hühnchen vor das Motorrad gelaufen sind. Entschuldigung. So, da rein. Dann mal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen. Ja, da habe ich hier noch ein bisschen besser sortiert jetzt.
Fischer? Fischer. So, dann wollen wir mal gucken, den Brennstoffsparer-Mod. Wir haben den Superlader-Mod schon und auch den Reservetank-Mod. Interessant. Ich würde sagen, wir pinnen uns den mal an. Säure könnte hier eng werden, aber wir schauen mal. Genau 4 Säure und 10 Plastik. Muss ich mir, glaube ich, noch mal einen Platz schaffen, dass wir nicht immer hier außen rum eiern müssen. Aber so, und dann darfst du den einmal fertigen, die Verfolgung aufgeben. Super, da, da. Braucht schon mal keine Säure, weil man Heizkörper werden wir nicht haben. Weil ich die ja immer scrabble, sagst du. 5 Klebeband weiß ich hier nicht. Let's take. Ja, hier geht's auch lang, alles gut. Ja gut, kann man sogar herstellen, von daher. Den fertigen. Und wir können uns die anderen Teile hier schon mal einpacken. Die hier schon mal reinlegen. Den an uns. Was sagst du da unten? 3 Minuten. Was heißt das? Ich erkenne es nicht. Also, einen Heizkörper bitte nicht scrappen. Ja, dann habe ich den Mischer, den wir in der vorletzten Folge hergestellt haben. Der war fertig in der Werkbank, den habe ich hier schon mal platziert. Ja, hierfür brauchen wir noch mal mindestens den Blasebalg und den Amboss. So, ist er auch fertig, dann waren das keine 3 Minuten. Dann starten wir das Fahrzeug damit doch schon mal aus. Mal ganz kurz reingeschaut. Achso, das war ja
Zack, zack. So, dann haben wir das Inventar so weit leer, wie wir können, wollen, dürfen. Machen wir uns auf den Weg. Ja, auch wenn es noch ein Minütchen dauert, bin ich am Überlegen, ob wir Bob auch von hier aus erledigen. Ob wir uns da auch noch wieder eine kleine Zwischenbase einrichten. Diesmal vielleicht ein bisschen näher am Händler. Weil ich diese Base jetzt nahe der Mitte gewählt habe, liegt vorrangig ja daran, dass ich mit dem Gedanken spiele, dort vielleicht zu bleiben. So, irgendwie sind wir ein Stück zu weit. Hier sind wir. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bleiben bei der Pumpkin. Und das gleich ein nicht loopbares Auto ist. Gehen wir hier schon mal ran. Okay, Glück gehabt. Alter, warum ballerst du denn die ganze Zeit daran vorbei? So, irgendwo klappstuhlt hier noch einer rum. Cool gemacht hier mit dem Wasser. Irgendwo fehlt ganz unten aber noch jemand. Naja, den werden wir finden, da bin ich mir sicher. Spätestens findet er uns. Dazu. Gott. Oder so, dass ich jetzt wieder hier in der Küche bin. Und wo habe ich dich denn hier jetzt übersehen, mein Freund? Ist auch nicht dazu. Yeah.
Die war es auch nicht. Naja, irgendwo werden wir ihn wohl finden. In einer Garage waren wir auch noch nicht. Naja. Aber mal abgesehen davon, den Hauptblut haben wir auch noch nicht gefunden. Gut, das war der, den wir gesucht haben, aber es war nicht der letzte. Ah, hier die Garage. Über der Garage, okay. Hier ist noch eine Tür, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Zurück zum Händler. Werkzeuge dürfte das letzte. Nee, wo waren wir denn beim vorletzten? Boah, gut, hier was zum Veräußern. Wenn wir doch noch ein bisschen wenig Plastik hier haben, nehmen wir mal mit. Eine Jeans. Nix. Der bringt uns auch nichts. Die können wir scrubben. Muni, das hat wieder nicht. Jetzt haben wir es.
Gut, einmal kurz ausleeren. Dann würde ich sagen, loot ich den Kollegen hier leer. Für diese Folge kommen wir zum Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge zum weiteren Questtausch bei Jen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.